Hallo und herzlich willkommen zu diesem Spieltagsduell. Im Stadion an der Grünwalder Straße trifft heute der TSV 1860 München auf Viktoria Köln. Die Gäste werden gespielt von Furkan Kajacic, genannt Fuki Plays. Die himmelblauen Münchner werden gespielt von Maurice Pleuger, genannt MP Gains to Win. Und wir wollen mal sehen, wie die beiden sich so schlagen. 13. Spielminute, Lukas Cueto kommt zum ersten Mal in den Strafraum. Der Abwehrverbund kann mit Torwart Hiller den Ball allerdings sicher machen. Hiller lässt sich ein bisschen Zeit beim Abwurf. Doch wo wirft er denn dann hin? Risse mit dem 1:0 für die Viktoria. Die Leihgabe vom 1. FC Köln sagt vielen Dank. Da war München noch nicht ganz auf der Höhe und schon zappelt der Ball im Netz. Und die Viktoria jetzt natürlich mit Rückenwind, kann befreit aufspielen. 25. Spielminute, Risse auf Amin und der sieht Niklas May und der 19-Jährige erhöht. 0:2 führt mittlerweile die Viktoria in der 25. Spielminute. In der dritten Liga kam er diese Saison noch nicht zum Einsatz, aber hier kann er schon sein erstes Tor im Spieltagsduell erzielen. Natürlich würden wir gerne auch die ein oder andere Szene vom TSV 1860 München zeigen, aber es gab keine. Dies hier ist die gefährlichste Aktion in der gesamten ersten Hälfte. Es sei denn, man redet von Gefahr im eigenen Strafraum, denn da sorgten sie durchaus für. Hier in der 33. Spielminute, Freistoß nach Abseitsstellung geht direkt an Youssef Amin und der kann von der Strafraumkante den Lupfer ansetzen, lässt Torwart Hiller keine Chance und der Ball geht zum 3:0 Pausenstand ins Netz. Mölders und seine Offensivkollegen natürlich bedient, kein einziger Torschuss in den ersten 45 Minuten vom TSV, aber es gibt ja noch die zweiten 45. Doch Viktoria schnürte erstmal den TSV so richtig ein. Hier sehen wir Amin, der findet Risse und der mit der linken Klebe ins Glück. 4:0 nach 59 Minuten bereits das zweite Tor von Marcel Risse, der auch schon in Zwickau zuletzt zwei Tore vorbereitet hat. Und die 60er, die probierten es weiterhin, aber verloren die Kugel sehr oft im Angriffsspiel und dann konnte es einfach schnell gehen. Klingenburg setzt sich hier auf der rechten Seite durch und sieht schön den startenden Risse. Der läuft fast bis zur Grundlinie, spielt den Ball einfach rein und Youssef Amin schnürt seinen Doppelpack. Meine Güte, 17 Jahre jung. Im Testspiel gegen Osnabrück hat er auch zwei Hütten vorbereitet, aber hier im Spieltagsduell heute ist er Weltklasse. Und wer mir das nicht glaubt, der sollte jetzt einfach mal hinsehen. 76. Spielminute, Enes Tubluk läuft auf dem rechten Flügel runter, sieht Amin im 5-Meter-Raum und der hat die Coolness, den mit der Hacke reinzumachen. 6:0 für die Viktoria, Hattrick vom Youngster und der macht seiner Freude Luft. Und dann gab es noch ein Novum in der 85. Spielminute. Fabian Greilinger für die 60er mit dem ersten Torschuss der Partie für die Löwen. Danach war Schluss. 0:6 gewinnt Viktoria Köln. Amin darf den Ball mitnehmen und wir fragen Fuki Plays, wie er sein erstes Spieltagsduell fand. Ja, also es war auf jeden Fall was Besonderes, weil ja, ich hatte jetzt das allererste Mal sozusagen in einem Teamwettbewerb in dem Sinne hier angetreten mit der Viktoria, direkt mal ein erfolgreicher Tag, 6:0, das ist ja schon mal was Gutes. Freut mich. Das freut mich auch, Fuki. Und ich würde jetzt gerne von euch wissen, denkt ihr, dass die Partie gegen die 60er eine ebenso eindeutige Angelegenheit werden könnte, wie heute im Spieltagsduell gesehen? Schreibt es uns in die Kommentare. Bis dann!